Herzlich willkommen hier bei businessgadgets.net. Mein Name ist Tillmann und heute präsentiere ich euch das Nokia Lumia 2520. Wer dieses Gerät kennt, wird jetzt sicherlich aufschreien, Windows RT ist doch total überholt, selbst Microsoft hat kein neues Surface mit RT mehr auf den Markt gebracht. Aber dennoch wollen wir nochmal einen Blick auf dieses Gerät werfen, was es womöglich besser kann als ein Surface 2 RT oder wofür es grundsätzlich geeignet ist. Weil man doch so pauschal nicht RT einfach verteufeln sollte. Es gibt für dieses Gerät auch seine Einsatzzwecke. Man muss sich eigentlich persönlich überlegen, was möchte ich mit dem Gerät machen, was brauche ich, wo sind die Stärken und Schwächen eines jeden Gerätes, das sollte man sich dann schon überlegen. Dazu habe ich auch noch das Nokia Power Keyboard als externe Tastatur. Das zeige ich euch gleich. Schauen wir uns jetzt einmal näher die Verpackung an. Das Lumia 2520 gibt es in Rot, Blau, Schwarz und Weiß. Hier sind alle Farben einmal abgebildet. Gucken wir uns einmal kurz gemeinsam die Rückseite an. Hier steht nicht wirklich viel, außer die RT-Informationen, das Office 2013 RT mit Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook dabei ist. Das Gerät verfügt über ein Full-HD-Display, 1080p, einem Qualcomm Quad-Core Snapdragon 800, die entsprechende Nokia-Software, einem 3G-Modul, was es beim Microsoft Surface 2 ja nicht gibt. Die Kamera hat 6,7 Megapixel, stammt von Carl Zeiss und für Skype oder sonstige Videokonferenzprogramme steht eine 2 Megapixel Frontkamera zur Verfügung. Im WLAN funkt das Lumia 2520 in dem Standard A, B, G und N. Selbstverständlich gibt es einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Wem der integrierte Speicher zu gering ist, der kann das Ganze über MicroSDHC erweitern. Auch verfügt das Gerät über einen Micro-USB 3.0 Anschluss, einen Micro-HDMI Anschluss, Bluetooth 4.0 und Stereo-Lautsprechern. An dieser Stelle sei gesagt, es handelt sich hierbei um ein Testgerät von Microsoft, früher Nokia. Deswegen ist die Verpackung schon einmal geöffnet worden. Ich habe das Gerät auch schon einmal herausgezogen und es initial eingerichtet, weil ich eigentlich diesen Einrichtungsprozess jetzt hier nicht zeigen wollte. Ist ja bei jedem Gerät gleich. Schauen wir uns das Ganze einmal gemeinsam an. Auf der Vorderseite sehen wir hier die 2-Megapixel-Kamera, einen der Lautsprecher, hier oben ist der Power-Button, laut, leiser. Dann haben wir hier, ich lege das mal ganz an die Seite, den Kopfhöreranschluss und den Stromanschluss. Nokia setzt beim Lumia 2520 leider nicht auf Micro-USB. Auf der Rückseite, die Oberfläche ist ähnlich wie bei allen Nokia-Smartphones, fühlt sich genauso an, haben wir hier NFC, hier ist die 6,7 Megapixel-Kamera, ein Nokia-Logo und mehr ist auf der Rückseite nicht zu sehen. Was hier noch zu sehen ist, ist der Kombischlitten für MicroSD und der SIM-Karte für die mobile Datenkommunikation. So, weil nicht viel an Zubehör dabei ist, habe ich bewusst den Rundgang um das Gerät vorgezogen. Was wir hier dabei haben, ist eine Kurzanleitung, ein paar Informationen zu Windows und das Ladegerät. Ein Nokia-eigener Anschluss, wie man ihn eigentlich von früher kennt, ein deutscher Stromstecker. Ansonsten ist nicht viel dazu zu sagen. Schauen wir uns gleich mal das Keyboard an, wenn ich den Karton kurz an die Seite gelegt habe. So, nehmen wir einmal das Keyboard aus der Verpackung. Dann haben wir hier ein paar Kurzinformationen, aber ich lege jetzt mal bewusst darauf Wert, euch das Keyboard zu zeigen. So, was direkt auffällt, hier sind Ausschnitte für das Mikrofon und für die Kamera. Ergonomisch gesehen lässt sich das Ganze nur in einer Position einstellen. Das heißt, wer das Display ein bisschen schräger haben möchte, der wird hier leider enttäuscht sein. Ansonsten, die Tasten sind ausreichend groß dimensioniert.
Vom ersten Gefühl her lässt sich sicherlich bequem darauf tippen. Was ein bisschen ungünstig ist, ist das relativ kleine Trackpad, was auch kein Feedback gibt. Aber dazu möchte ich dann direkt einschieben. Man kann hier ganz bequem eine externe kabelgebundene Maus anschließen, weil auf der Rückseite des Covers zwei vollwertige USB-Anschlüsse sind. Ich nehme jetzt einmal das Tablet, stecke es hier rein. Man hängt es unten ein mit den Anschlüssen, klipst es dann hier oben fest. Und man kann auch, wenn man jetzt nicht unbedingt die Tastatur braucht, aber das Tablet nicht zwangsweise mal rein und rausfummeln muss, beispielsweise wenn man etwas präsentieren möchte, kann man das Ganze auch flach hinlegen. Funktioniert ganz gut, aber zum Tippen leider, wie schon erwähnt, nur die eine Position, wie man das Tablet einstellen kann. Muss man sehen, ob man damit leben kann. Das werdet ihr dann im Rahmen unseres Tests erfahren. Jetzt schauen wir uns noch mal kurz an, wie das aussieht, wenn man das Ganze transportieren will. Man legt das Display einfach auf die Tastatur, schließt diese Lasche und dann kann man es ganz bequem transportieren. Das Tablet ist sehr, sehr gut geschützt, weil man hier auch sieht, diese Kanten hängen über. Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen, dass das Ganze irgendwie verkratzen könnte. Ansonsten, ich bin jetzt nicht näher auf das Power Keyboard eingegangen, aber das Ganze hat auch eine integrierte Batterie, deswegen ist das Ganze hier relativ dick. Und wie schon erwähnt, diese zwei USB-Anschlüsse. Wie sich die integrierte Batterie auf die Akkulaufzeit auswirkt, das erfahrt ihr dann im Rahmen unseres Testberichtes. Dazu schaut einfach in einigen Wochen auf unserem Blog vorbei. So, das soll es an dieser Stelle zum Unboxing des Nokia Lumia 2520 gewesen sein. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und abonniert auch bitte unseren Kanal.